Ja, hallo. Das fünfte Mal dabei, das stimmt. Ich bin so angespannt wie zum ersten Mal, weil es ist jedes Jahr vor dem Rennen sehr ungewiss, wie die Form zum einen ist. Hier ist halt doch speziell mit den ganzen Bedingungen sehr heiß, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist jedes Jahr wieder eine Herausforderung. Und natürlich auch, wie die Konkurrenz ist. Es hat wieder viele Leute hier, die ich nicht so gut kenne und auch nicht darum nicht genau weiß, was ich erwarten kann. Ja, es ist immer am Ende der Saison nochmal ein richtig hartes Rennen und das heißt, ich kann mich da relativ lange drauf freuen. Also die Vorfreude ist mal sehr groß und dann ist es halt auch speziell, weil es so weit weg ist, sind ganz andere Umstände als zu Hause in Europa und das macht schon auch speziell. Und ja, es ist immer eine sehr eindrückliche Woche, die ich hier erleben darf. Ja, mittlerweile hilft mir natürlich die Erfahrung. Ich weiß, wie man hier sich verhalten muss mit den ganzen klimatischen Bedingungen, aber auch mit der Strecke. Das hilft mir schon extrem viel und die ersten Jahre, da habe ich es halt einfach so genommen, wie es gekommen ist. Also speziell sich darauf vorbereiten ist fast gar nicht möglich, weil zu Hause die Saison eigentlich bis direkt zur Abreise läuft und da bleibt keine Zeit für eine spezielle Vorbereitung hier auf die Crocodile Trophy. Ja, auf jeden Fall werde ich zu den Top-Favoriten dazugezählt, das ist logisch. Ich habe auch jetzt eine sehr gute Saison gehabt zu Hause. Von dem her, die Form, die stimmt eigentlich ganz gut und ich schaue zuversichtlich auf die nächsten Tage. Trotzdem bleibt natürlich so eine gewisse Anspannung, weil es kann immer so viel passieren. Es ist doch ein langer Weg, es sind sehr anforderungsreiche Etappen, die uns bevorstehen und darum mache ich mir nicht zu viele Gedanken darüber, wie das Rennen ausgehen wird, sondern schaue einfach jeden Tag, damit dass ich keine Fehler mache und so gut wie möglich über die Runden komme.